Vor allem, wenn man dann hier noch von irgendwelchen Gläubigen spricht. Oh, oh, oh. Naja. Keine Sorge, Junge, in dir steckt ein guter Christ. Ach, echt? Ah, wer das Bild kennt, wird wissen, was gemeint ist. So, aber jetzt hier kommen die, machen wir hier draußen platt. Das ist der Plan. Zoom, zoom, zoom. Ja, wir waren vorhin übrigens bei Skyrim. Hatte ich in der letzten Aufnahme erwähnt, dass ich mir Skyrim für den PC nochmal gekauft habe? Ja. Schön. Ich habe immer noch Spaß dran. Ich habe es auf der PlayStation halt nicht mal durch und auf dem PC habe ich es anders angefangen, aber es ist so geil mit den Mods einfach. Du hast es mit dem Cross-Plattform noch nicht ganz verstanden, ne? Wieso? Du kannst dir, wenn du eine PlayStation hast, kannst du doch irgendwie die Vita-Spiele dann dafür laden, oder? War das nicht so? Wenn du das PlayStation 3-Spiel kaufst, kriegst du das Vita-Spiel dazu oder sowas. Was nützt mir das für den PC? Ja, doch gar keine Vita, wenn, oder? Wenn du das halt falsch anfängst, ist das dein Problem, aber du kannst, Alter, zweimal Vollpreistitel für zwei Plattformen, das wäre mir zu teuer. Ich habe für PC-Version 25 Euro ungefähr bezahlt. Naja. Das geht, obwohl es bei Steam selbst übrigens das Doppelte kostet, ne? Ja gut, Steam ist nicht unbedingt das Günstigste, ja. Ich habe halt über Online-Key-Händler... Kommen die jetzt wieder her? Weiß nicht. Mach sie einfach weg. Nee, aber ich muss mal sagen, also es hat sich bei Skyrim gerade, hat sich echt gelohnt, finde ich, weil mit den ganzen Mods kannst du das Spiel nochmal extrem aufwerten und es sieht auf dem PC... Das gibt's auf der PlayStation nicht, oder was? Ja, Mods auf der PlayStation? Das weiß ich. Nee. Und die Grafik ist... Scheiß Vogel, Alter. Und die Grafik ist auch unter aller Sau. Hat er den auf Super Aggro gestellt? Keine Ahnung, der chargt halt von einem Dings zum anderen. Ich hab Aggro, übrigens. Ja, ich bin dabei. Gut. Ich krieg auch dauernd Läuterungsflammen von irgendjemanden. Da steht noch einer da hinten. Fürchterlich. So. Ja, was ich halt cool fand, ich habe eine Mod mehr reingehauen, dass die eine Stadt besser aussieht. Klingt im ersten Moment vielleicht bescheuert, aber ich habe kurz reingelesen, da hat über 1000 neue Objekte in der Stadt hinzugefügt. Mhm. Und das sieht genial aus. Bringt aber auch die Grafikkarte zum Glühen. Mhm. Ja, Anna, da hast du so ein paar Kleinigkeiten, dass hier, also ich spiele bei Skyrim gerne so einen Reptilientypen. Und statt normalen Schuhen hat er halt so eine Raptorenklauen als Füße, so ein paar Kleinigkeiten eben, ne? Mhm. Ob die jetzt zwingend notwendig sind, da kann man sich drüber streiten, aber es ist schick. Naja. Ja. Ich weiß nicht, du scheinst dich nicht so für Skyrim zu begeistern. Nö, ist irgendwie... Ich habe so eine kleine Elder Scrolls Phobie. Wieso? Ich habe damals Morrowind versucht zu spielen. Ich kenne den Teil nicht. Ich kenne die alle anderen nicht, muss ich sagen. Ich habe Oblivion einmal angespielt. Ich bin ja erst mit WoW zum Rollenspiel gekommen. Da sieht man schon, was für ein toller Rollenspieler ich bin. Okay. Ich bin ja schon so ein Shooter-Kiddy. Ach ja. Merkt man vielleicht ein bisschen. Der geistigen Reife, aber gut. Und auf jeden Fall, ja, ich habe das dann versucht. Ein Kumpel hatte mir das ausgeliehen. Der Armin, falls ihn noch jemand kennt. Nö. Ja. Ich hab's probiert und nach 3 Stunden, glaube ich, war immer noch im Stadtgebiet, weil ich einfach nicht geschnallt habe, was ich tun muss. Mhm. Habe ich dann gesagt, gut, das Thema ist dann für mich erledigt, Rollenspiele nicht. Ja, ist halt wirklich nicht jedermanns Sache, ne? Naja. Hier mein Kumpelchen, also hier Junk von uns, der mag diese ganzen Open-World-Spiele nicht. Das ist egal, ob es jetzt richtig ein Rollenspiel ist oder selbst hier sowas wie Borderlands ist bei ihm schon hart an der Grenze. Ja, Borderlands finde ich eigentlich ganz cool. Ja, weil er wahrscheinlich stur der Linie folgen möchte, ne? Ja, richtig. Dann weiß er, was er zu tun hat. Richtig. Und dieses ganze offene Weltkram mag er halt überhaupt nicht, deswegen war Borderlands schon grenzwertig, da hast du halt deine offene Welt, aber du kannst ja der Storyline einfach durchfolgen. Naja, du musst ja nicht Sandbox spielen, du kannst ja einfach irgendwie spielen und die Hauptstoryline durchmachen. Ja. Ah ja. Vielleicht der Grund, warum er eher dann doch bei Resident Evil und Co. bleibt. Mhm. Da ist nicht viel. Das seine, ne? Ja. Wobei ich denke, hier gerade sowas wie Darksiders ist bei ihm auch schon wieder so ein bisschen kritisch. Mhm. Also Darksiders ist halt auch so, du kannst halt
schnurstracks durchrennen. Du kannst dir aber auch Zeit nehmen und ein bisschen nochmal an Orte zurückgehen, zweites oder drittes Mal besuchen, weil du kriegst ja im Laufe der Story immer neue Waffen bzw. Möglichkeiten. Das ist ja beim Zweier, meinst du jetzt, oder? Ach, beide Teile. Mhm. Das ist auch im ersten so, du kommst ja irgendwann an den Punkt, wo du sowas wie so eine Portal Gun kriegst. Okay. Und durch diese Portal Gun zum Beispiel kommst du dann an Truhen und so weiter, wo halt nochmal ein paar extra Sachen drin sind. Na nu, die Sugar Mami hinkt hinterher. Tja. Wer war denn da heimlich online? Hey, wir haben vorhin alle gleichzeitig Level abgehabt, ja. Ja. Tja, es gab halt nicht mehr so viele Pflanzen für dich, ne? Das ist richtig. Wenn ich mein Erz verhütte, kriege ich keine EP dafür, aber ich kriege immer noch die Punkte zum Abbauen. Ja, und ich kriege beim Kirschner gar nichts. Ja. Oh, armer Tropf. Ja. Ich muss mal eine große Mitleid öffnen. Eine Runde reicht. Eine Runde. Ist aber ziemlich anspruchsvoll, ha? Ja, immer doch. Wahrscheinlich müssen wir erst den Trash machen, bevor wir den Boss machen, ne? Das könnte hilfreich sein. Und gut für den EP-Balken. Na, vor allem, wenn alle wieder auf einmal kommen, wird's ja wieder nichts. Ach ja, das ist ja... War das nicht da hinten die Kathedrale, wo du reingehst und da massig Gegner dann kommen? Ja, aber das ist alles ein bisschen reduziert und wir haben hier draußen jetzt einen Boss stehen. Ach so, okay. Ja, der große Mönch da, der größte Sasalanan. Ach, da der. Fettsack. Fett ist der nicht, der ist einfach riesig. Ich würde ja ein bisschen Angst haben, wenn ich hier Mönch wäre. Er hätte mich ein bisschen an eine Figur gerade aus Asterix bei den Olympischen Spielen, den ich heute mir angeguckt habe. Aha. Also die Realverfilmung da. War dann auch plötzlich so ein riesen Glatzkopf. Komm da nicht hochgesprungen. Bist du fett? Ja. Ich bin einen dicken Arsch da oben. Meine, die alten Knochen, weißt du auch, ich hab's mit der Hüfte. Nee. Musst du halt mehr trainieren. Vergalkung im Ellenbogen. Lass mich raten, du hast Rücken. Ja, aber. Ich hab Rücken. Ärztlich attestiert. Ja. Dachschaden auch ärztlich attestiert. Ja. Hat mein Chef immer gesagt, du hast es schriftlich, ey. Ist aber hart. Ja. Hat er recht. Ich habe Wallender Nebel gekriegt, von denen habe ich denn das bekommen? Wahrscheinlich gerade eben, ja. Ich kann mir nicht mehr richtig. Du bist jetzt auch 32 oder was? Ja. Deswegen sag ich doch, du hinkst hinterher. Es ist ja. Jetzt muss ich erstmal lesen, was es macht. Hey, Bimbam. Not amused. Das ist ein Heilzauber. Ein Heilzauber ist schon mal sehr gut. Ein Wallender Nebel, ein Heilzauber? Das klingt ja... Na, an was denkst du? Nein, das klingt ja absolut nicht an einem Heilzauber. Wallender I Nebel, believe ja. I can fly. Den bringst du es aber nicht jedes Mal, oder? Mal sehen. Auf jeden Fall heilt er gut. Hat dich gerade mit 1,7 geheilt. Naja. Oh. Schön. Da hat einer den Boss gepult. Tja. Wahrscheinlich war es Xenia, die hat auf die Fresse gekriegt. Feuer. Was zum. Was tut er da? Leckt mich am. Das tut weh. Heiliger Bimbam. Lodernde Fäuste, geh weg. Aha, aha. Ja, Xenia geht nicht weg, aber. Xenia ist mir auch wurscht. Ich heil den Tank. Der hat Vorrang. Das klingt gut. Brauchst du die Handschuhe nicht? Wop. Ah. Jesus. Er kann ja einem auf Windows gehen. So. Ist er tot? Nee. Kannst die Augen wieder aufmachen. Schon vorbei. Sind wir schon da? Wo ist Bersador? Los, Sugar Mami. Meine Güte. Kette. Was für ein hässlicher Helm. Rettest du den, oder? Ja, das ist schön. Guck, das kann der Vogel die ganze Zeit machen. Da ist er aufgeräumt. Immer schön gegen die Trainingsattrappe, wunderbar. Passt. Jo, super.
stört er uns wenigstens nicht. Und Sugar Mami rennt wieder vor. Ja, ist so alles gut, du hast Mana. Ja, aber wenn du außer Reichweite bist, dann bringt mir das auch nicht viel. Er muss halt hinterherlaufen, Digga. Oh ja, jetzt fängt er schon wieder ein. Habt euch lieb. Ja, immer. Hast du ihn gedacht? Weiß ich nicht. Gut. Ich muss nach der Indie hier mal wieder ein Makro schreiben, ne? Machst du live? Wieso live? Ja, doch, aber nicht jetzt hier in der Indie, oder? Nee, ich meinte dann aber. Na klar. Schön zeigen, wie es geht, erklären. Ja, soll ich da erklären? Das ist, ich habe schon, glaube ich, zweimal während der Aufnahme ein Makro. Oh. Hallo, liebe Kinder. Ich bin's wieder, euer Erklärbär. Ah, der Profitlich macht den ja immer noch, wa? Echt jetzt? Na, der hat ja seine eigene Show, Mensch Markus. Ich glaube, da bringt er ab und zu den Erklärbär immer noch. Das habe ich, kannte ich vorher, habe ich noch nie da gesehen, ganz ehrlich. Ich auch nicht. Den kann er doch nicht. Kann er doch nicht mehr bringen. Da müsste er doch mit Pastewka zusammenarbeiten. Ach, das geht. Da hat er eine. Nee, hat halt nicht Jürgen, sondern irgend so eine Tussi. Ah. Das war aber ein anderer Bär. Das war Bobo und Caroline Kebekus. Ach, Bobo? Ja. Der war irgendwie genauso bescheuert. Das war ja zu dir auch gefallen. Ach so. Ja, und das war dann Broken Comedy, glaube ich, hieß das. Ja. Das ist lustig. Oh, ich habe Pikantes Deviat Supreme verkauft. Yay. Da ist Level Up. Speerhandstoß, was kann der? Aua machen. Ein bisschen. Bösaua, wa? Ich weiß nicht, ich hab den auch, aber ich hab jetzt keine Zeit gehabt, mir den durchzulesen. In die Kehle. Ach, das ist ein Counter. Das ist schön. Oh, hier leuchtet alles so rot. Ja, ich sehe auch bald nichts mehr. So, wo ist denn hier die Mami? Da um die Ecke. Habt ihr für ein Spell gekriegt? Ich hab Sperrhand. Boah, ich krieg dich nicht anvisiert, ja? Mann, hör mal auf, hier rumzurennen, du. Willst du mich verarschen? Ja, ein bisschen. Ah, schön. Du Arsch. Der Arsch will dich verarschen. Was zum. Ich hab doch gar nichts. Schickt er die zu uns? Gesichtsaggro, ja. Oh Mann, ey. So, einen haben wir schon mal rausgenommen aus der Gleichung. Ah, schlimm. Kann ich, ja, darf ich, tue ich, Idee. Du darfst. Machst du Wurstwerbung? Na und? Wer es essen kann? Ja, na, Product Placement, ne? Ja. Vielleicht werde ich ja bezahlt. Jedes Mal, wenn ich du darfst sage, kriege ich 0,01 Cent auf mein Konto. Und dieses Video wird Ihnen präsentiert von Gnoma Cola. Das, obwohl hier keine Gnome sind. Schade. Machen Cola. Ich habe Mixerim, da ist auch Cola drin. Mhm. Aber ob die aus Gnomen gemacht ist? Obwohl, wie sollte das sonst in die Flasche passen? Ui. Ui? Aber viele Mopse. Ja, das viele Mopse? Na komm, hau weg jetzt hier. Chaka, du schaffst das. Glaubst du, im Sprint geht's besser, oder was? Ja. Ah. Dachte, dann kannst du mit ihm mitrennen, wie er hier hin und her charged. Findest du nicht gut? Wer hat den Kommandant denn gepult? Der stand doch hier, oder nicht? Nee, hier stand nur der Zelot. Wo kommt er dann her? Wahrscheinlich von der Mitte? Kriegt keiner mehr, oder? Nee, das ist doch, da steht aber nicht Durant, da muss doch Morgraine stehen, oder? Oder ist er hier aus der Seite, aus der Tür gekommen? Keine Ahnung. Alter, normal spielen wir hier Ping-Pong. Vielleicht sollten wir alle näher zusammenrücken, ha? Huh? Ja. Jetzt auch nicht mehr. Also ehrlich. Konnte ich die Kamera gerade gar nicht bewegen. Das war er wohl wirklich, der aus der Mitte. Mach ich doch. Diesen Verrat sollt ihr büßen. Ja, Heidi, ist gut. Die Rache ist mein. Sekretärin Heidi, wir wissen's.